Und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir haben jetzt also viele Aussichtspunkte entdeckt, werden noch einmal weiter nach Nordosten mit unserem Pony. Und zwar da hoch, da ist nämlich der nächste Auftrag für uns. Wieder irgendwo weiter außerhalb. Ach, das ist gleich hier vorne. Sehr gut. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nö, ich wollte eigentlich nicht aufs Pony. Irgendwas, was wir entdecken können. Irgendeine Kiste, irgendeine Statuette. Das wäre noch schön. Aber es sieht nicht danach aus. Hier drüben, Ezio. Kommt, Freunde. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten... Ja, Apothekenbedarf. Zeig mal her. Gift. Haben wir noch 5 von 5. Wir haben kleine Medizinbeutel. Müssen wir uns auch mal einen größeren anschaffen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Vielleicht, wenn wir den stärkeren Medizinmann bei uns in der Stadt haben. Das wäre schön. Macht's gut und gute Besserung, Amico. Ja, na, gerne. Danke. Hallo. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Was hier drin? Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ja, das könnte mir auch gefallen. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marius Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Und wo genau? Direkt hier. Ihr seid schon unterwegs, ne? Sehr gut. Da kommen schon die Ersten. Kommt mal mit. Ah, da werdet ihr nicht mitkommen können. So, wir gehen hinten rum. Ich laufe woanders lang. Wir laufen hier hinten lang. Kommt, wir beeilen uns. Werden wir uns erstmal die hier schnappen. So, jetzt ist Schluss hier mit dem kleinen Moment. Haut mal mit drauf, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Ah, da kommen schon die anderen Wachen. Das gefällt mir nicht. Aber eine haben wir schon mal ausgeschaltet. Da ist der zweite kaputt. Und der dritte. Ach, hier ist auch noch einer. So, jetzt ist Schluss. Jetzt ist vorbei. Das Pferd folgt mir die ganze Zeit. Geh weg, Pferd. Ah, wir müssen da irgendwie rüber. Ach, da. Okay, einmal kurz die Wurfmesser auswählen. Wir haben nur noch 5. Ui, muss ich mir mal neue anschaffen. So. Vielleicht hat der hier ja noch welche. Die Leiche ist auf der anderen Seite runtergefallen. Ein Wurfmesser, na, siehste. Wir stehen direkt vorm Tor. Auch sehr geil. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hoch? So vielleicht? Ja. Da kann ich nicht folgen. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Psst, ihr hättet besser zugehört. Was? Wer will denn was? Oh, der da hinten kommt bedenklich nahe. Das gefällt mir nicht. Wir müssen irgendwie das Tor aufmachen. Wie kriegen wir das auf? Wahrscheinlich von dieser Seite aus. Nee, wir brauchen den anderen. Den Goldtypen will ich kaputt machen. Aber das wird nicht einfach. Wir müssen erstmal das Tor aufmachen. Das Tor. Vielleicht indem wir uns hier runterhängen? Wie kommt ihr rein? So kommen wir nicht runter. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ja, aber wie? Wie öffnen wir das Tor? Wir laufen mal auf der Mauer rum. Auf der Mauer, auf der Lauer und so weiter. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ach, da. Da geht's weiter. Da
Das sollten sie. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Kommt her. Ich bin ein vernünftiger Mann. Was sagt ihr dazu? Kehrt jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Ach, jetzt kommen sie rüber. Wir können auch anders. Oh, Scheibenkleister. Ich benutze noch die ganze Zeit die Wurfdolche. Wir haben schon so wenig. Was ist das? Wo sind eigentlich meine Leute hin? Warum bin ich hier alleine? Das wird ja jetzt hier ein lustiger Kampf. So, der nächste bitte. Komm schon, geh kaputt. Wir brauchen mal endlich einen Säbel, der ein bisschen besser ist. Autsch. Pferd, könntest du mal woanders hin? Oh, das wird noch sehr, sehr lustig. So, der nächste. Nächste bitte. Wo sind meine Leute? Mit dem alten Trick vom Capo. Komm schon, geh kaputt. Los. Also, hörst du wohl? Du böser, böser Axttyp. Komm schon. Das wird nicht lange dauern. Na, lässt du das wohl sein? Kommt, kommt, kommt. Ja, den haben wir. Die nächsten bitte. Also das infiltriere ich hier jetzt gerade alleine. Das wisst ihr schon, ja? Das gefällt mir nicht. Komm, der Teufel will dir Hallo sagen. Ja, ich sag dir auch gleich Hallo, du. Ach, die sind dort drüben schon total verrückt. Na, wirst du wohl. Ich musste jetzt erstmal Medizin schlucken. Jetzt habe ich echt Angst gekriegt. Der gefällt mir nicht, der Typ. Da würde ich gerne mal unsere Männer haben wollen. Rüstung beschädigt. Scheibenkleister. Müssen wir erstmal reparieren, wenn wir wieder zu Hause sind. Es wird teuer. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Komm schon. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich werde jetzt einfach immer raufkloppen. Irgendwas muss ja bald passieren. Okay, komm, komm, komm. So klappt das vielleicht. Ganze Zeit raufdämmern da. Nee, so klappt das wirklich nicht. Das wird nix. Ah, das wird nix. Komm schon. Na. Ah. Komm schon, ich muss nur den einen kaputt machen. Los, mach ihn doch mal tot hier. Ja, los, jetzt haben wir ihn. Mein Gott, das hat lange gedauert. Kriegen wir wenigstens was Schönes von ihm. Ich möchte die Axt haben. Ich kann ihn nicht looten. Schade. Kann ich euch looten? Ich kann euch nicht looten. So, jetzt ist Schluss hier. Ihr müsst leider auch dran glauben, weil ihr mir im Weg gestanden habt. So. Ach nee, meine Güte. Hier ist was los, sag ich euch. Was? Nein, will ich nicht. Ich will auch ihn nicht aufheben, Mensch. Schmeiß ihn weg. Looten sollst du ihn.
Nee, der will nicht looten. Okay. Gelootet wird nicht mehr, jetzt wird nur noch gemordet. Meine Leute sind einfach nicht mehr da. Die Konstruktion kann ich nicht irgendwie mal so öffnen. Na, schmeißt er mit Steinen, doch. Geh weg. Geh weg oder komm hoch. Ist das nicht sogar unser Ziel, unser Attentatsziel? Ah, jetzt haben die uns. Es ist doch nicht die Possibility. Oh oh, die sind schon oben. Meine Leute sind immer noch nicht da. Es ist zum Heulen. So, jetzt geht ihr gefälligst kaputt. Ich kann euch nicht mehr sehen. Wenn ihr erstmal weg sind, dann traue ich mich da auch rüber. Schluss, aus und vorbei. Und auch mit dir ist jetzt Sabbat. Okay. Sieht gut aus. Wir gehen erstmal ein Stückchen weg. Vielleicht beruhigen die sich wieder. Ah, zu weit vom Ziel entfernt. Wir müssen hier bleiben. Es ist kompliziert, sag ich euch. Es ist sehr kompliziert. Also, nochmal die versteckte Klinge raus. Den ins Target nehmen. Obwohl, komm mal hier hoch. Ach. So, erholt. Und jetzt ist Schluss hier. Du musst jetzt sterben, weil du einfach bloß nervig bist, mein Freund. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Weg und wir müssen das auflösen. So. Jetzt sind unsere Leute wieder da. Na, das ist ja wohl nicht wahr. Kommt schon, macht sie fertig. Ich kann das so nicht. Das ist extrem schwierig. So. Na komm, greif nochmal an. Los, komm. Ja, wir kriegen dich nämlich so auch kaputt. Nur um die Rüstung ist es mir jetzt schade, ehrlich. Meiner Meinung nach sogar zu schade. Ich werde jetzt gleich versuchen, zu meinem Onkel zurück. Werde noch ein bisschen Geld holen und ausgeben. Hopp. Und top. Pferdchen kommt wieder hinterher. Na komm. Kaputt. Das ist unser Attentatsziel gewesen. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Tja, löst den Konflikt, um die Mission zu beenden. Entweder durch Kampf oder irgendwas anderes. So, den haben wir schon mal im Target. Wir machen ihn jetzt fertig. Na komm. Oder kümmere dich um einen der anderen, aber mach irgendwas. Er macht nichts. Was holst du? Das glaub ich aber nicht, mein Freund.
Wir haben gleich den Konflikt gelöst. Ja. So, haben wir den Konflikt gelöst? Haben wir 1500 Florin erhalten? Und die Leute kümmern sich um den Rest. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, was haben wir noch übrig? Diese beiden Aussichtspunkte plus die Reise nach Florenz. Und dann ist nur noch die Innenstadt. Also dort sind die letzten beiden Möglichkeiten, irgendwas Großartiges zu machen. Wir werden jetzt die Aussichtspunkte holen. Ich werde zurück zur Villa. Und dann geht es nochmal los. Komm schon, Pony. Aussichtspunkte. Denn wir müssen dringend die Rüstung reparieren. So geht das absolut nicht. Und was ich mir natürlich kaufen werde, das wisst ihr. Schon 6200 Florin in der Kiste. Ist der Schmied. Ich will unbedingt den besseren Schmied haben, um bessere Rüstung zu bekommen. Und die werden wir dadurch auf jeden Fall erlangen. Einmal nach oben. Sehr gut. Und, Aussichtspunkt. Falscher Knopf.